So. Ein bisschen Musik, die Dame. Ja, warum nicht? Selbst gesungen oder vom Band? Ah, ich singe nicht selbst. Heute wieder mal vom Band. Ja. Frisches vom Band. Salat. Deutsch-Schweizerische Verhältnis im Moment, denn die Schweiz ist sauer auf die Deutschen und die Deutschen sind wiederum sauer auf die Schweizer. Konkret geht es um zig Milliarden Euro. Die haben und vom Dusch. Ah, die Duschbeine von Hans zur Tür raus, oder? Ja, das ist halt auch vier. Doppelsitzende, zwischen deine Schenkel. Ja. Ist sowas. Warm kalt, bin ich. Ja. Schön sauberes Bild, ne? Ganz viel Rotze fabriziert und dann. Ich merke schon auch mal gehabt, ja, nicht zum Gebet. Bitte?
morgen Abend gehst du dann ja auch nicht zum Gebet, oder? Nein. Vor allem die Morde, wir sind ja erst mal um 16 Uhr sowieso, ja, genau. Heute kannst du mal eine Stunde vielleicht voranschlagen, ne? Ja. Wir müssen daheim schon, das ist gerade 6, ne? Und dann muss man ja noch was essen. Ja. Und dann will man sich Bein hochlegen, der linke auf der rechte oder umgekehrt, ne? Oder so, ja. Wir fahren sowieso übers Land, also hinterrum. Ja. Wir fahren also schneller wie jetzt fahren wir sowieso nicht mehr, ne? Wenn, wenn sowas vorne dran fährt, sowieso nicht mehr, ne? Mit 80 übers Land so. Ich bin die Ökobande, da da da. Geht's dir gut? Ja. Ich frage nur freundlich. Ja. Wenn ich neben dir sitze, dann wäre ein Fettfleck da. Dann könntest du fragen, ob war das zu haben, aber so noch gut. Weiß. Kennst du den da? Ja, wir sind ja Spinner. Ja. Für uns beide.
Ein Spiegel oben. Ich werde schon nachher aufgefallen. Da ist ein Großbau auf der Kreuze. Bitte drauf. Da stand auch schon ein Riesen. Ja, super. So, Villa. Der Kunde wohnt hier. Voll verkabelt. Na, gucken wir mal. 4 Autos gleich. Alle wieder auf der Straße. Gehen aber gleich auf Zeit. Ja. Sag ich gleich mal. Schönes YouTube-Video. Weil wir sehen toll aus. Ja. Aber dass da hier rundherum Fahrer bringen kann, nur was man sich für sowas begeistern kann, ne? Ja. Dann mal eine Straße, dann mal Piano-Fahrer. Ist dir ja auch mal ganz gelegen, ne? Ja? Ja. Was sagst du? Ja. Das Piano-Fahrer. Piano-Forte? Mille grazie. Beethoven oder Bach? Händel. Haben wir heute schon gehabt. Leberlicht und Tücke. Oder Ingolflücke. Ich bin da. Schleppernde Rot. Mit Kummer und Brot. Kommt, eine Frau noch drin sitzt. Ja, okay, das ist ausschneidend. Plötzlich ist da vorne hinter drin eine Pfand drin. So, hallo, die wollte ich aber nicht rumknutschen hier. Das ist Blödsinn, ja. Stand da eigentlich so eine Wein? Oder Eiswein ist das da, ne? Mensch. Ja. Ich hätte jetzt schon gemerkt, so, es wäre sinnvoll, einen Helm zu tragen. Ne? Ja. Also man hat da schon ein bisschen. Ich bleibe da jetzt gerne mit in der Spur erstmal. Ja, ich muss sagen, das ist nicht, wenn das hier, hier nichts volle kann, nicht durch die Pesen. Da gibt es immer schon gar nicht. Ne? Bitte? Jetzt können wir rüberfahren auf der anderen Straße.
war da hinten, wo man die Lautsprecher konnte, die wo im Gästezimmer stehen, ja, wo, ja, die ja. Ding für 1 Euro, ne? Der hatte gar nicht gewusst, was ich für wie viel Jahr steigert habe. Was hätte ich gebracht? 1 Euro. War vermenschte Klappinock. Statt man ihnen nur ein Partykeller rumgestanden. Ich bin froh, dass sie versorgt sind, dass sie jetzt jemand hätten. Ne? Ich fahre heute sogar ohne Navi nach Dorbach. Navi alles sicher, alles gespeichert hier. Nach Dorbach ist es easy way. Vom Hänger. Ja. Eigentlich zählt nur das tatsächliche Gewicht. Das ist das, was die Polizistin gesagt hat in dem Film. Das scheint dann nicht ganz so korrekt zu sein. Weil wenn du mit dem LKW unterwegs bist, ne? Ja. Dann bist du auch noch überladen, wenn du drüber geladen hast. Ja. Und mit dem Zuglast zählt dann wirklich das zulässige Gesamtgewicht. Glaube ich, oder das, was dranhängt. Jetzt müssen wir mal genau nachschauen, was dann in der Probierung drin steht. Ne? Also wenn es drin steht, zulässiges Gesamtgewicht, ja. Dann heißt es ja, das Gespann darf insgesamt nur so und so viel wiegen. Ne? Ja. Oder der Anhänger darf so viel wiegen. Ne? Das heißt, im Prinzip kannst du hingehen, wenn du jetzt mal 450 Kilo, wie beim Fahrrad drin steht, anhängen darfst. Ne? Da kannst du einen Hänger dranhängen, der auch leer 450 Kilo wiegt. Darfst du da nichts reinmachen, ne? Ja. Das war das nächste Mal. Du, meine Videos, die letzte, die waren schon. Und schon 30 Klicks oder 50 Klicks teilweise, ne? Mhm. Schwarzwald und Karlsruhe Mitte ist nur eine Spur frei im Augenblick. Hier 2 Kilometer Stau.
Der fährt aber wirklich großzügig. Ja, ja. Hat der andere noch ausgebremst. Der hätte gerade stehen gelassen. So, Junge. Soft. Jupp. Kraftfahrer ist. Ah, das sucht scheinbar etwas. So in Stadtbahn nebenher oder so. Warm, aber auch sehr warm. Er hat die Scheibe runter, noch geht immer hoch, rot im Gesicht. Ah, vielleicht ein bisschen zu viel zum Mittagessen getrunken oder was? Oder zu lange in der Hitze gewesen. Ja. Ich versuch's.
Schanze schon fach neu liegen. Ob sie da gut liegen muss, das wage ich zu bezweifeln. Ja, du hast recht. Ja. Aber ein Handschuhfacher schon beim Platz. Ja, genau, legst du das Käppchen rein. Gut, jetzt ist deswegen das Käppchen. Das ist noch nicht der Schmalz von Mara. Schatz, manchmal babbelst du dann schöne Scheiß weg, gell? Ja. Oh, da verliebst du mich doch, oder? Hm. Nicht? Hm. Jetzt komm. Durch das Leos Matratzenwelt, nicht Leons. Könnte man ändern. Jetzt sind wir noch schon mal aus der anderen Richtung entlang. Ja, ja, genau, wo wir immer dazu ist gefahren sind. Ja. Jetzt sind wir hier durch. Schaufenster gucken, sich der Stühle eingestellt. Schussapparat durchgefahren, sind eingeschossen oder so. Ich denke, wir waren mal am Anfang ein paar und jetzt hat sie noch mehr. Das hat sich vermehrt und so. Ja. Schade. Sind die alten Namen oder so aufkommen. Hm? Ich bin mal gespannt, wenn dann wieder die Jahrgänge kommen, wo dann alle, jedes zweite Kind Michael, Thomas, Stefan und was ich wie heißt, ne? Tja, oder, wenn Ilse dann, oder wenn Ilse dann mal wieder ähnlich ist, ne? Schatz, jetzt war ich aber gerade mutig. Was? Oh, ah, jetzt komm. Jetzt aber bitte. Oh. Und 20 Kilometer Platz. Was wird dort gefeiert? Wir fahren jetzt nach Dorbach. Ja. Und damit feiern meine Patentante und ihr Mann Hochzeitstag. Ich finde es 50 Stück weiß. Eine Patentante und ein Mann aus Sinsheim. Genau, richtig. Thank you.
denkst, es stehen links und rechts Autos und du hast trotzdem noch Platz mit zwei Autos, um durchzufahren. Ja. Das ist der Wahnsinn, ne? Also. Großzügige Bauweise. Naja, alle mal. Krankenhaus, da wo die Andrea Kling schafft. Ja. Und wo die Sandra Feder quasi da die meiste Zeit in der Apotheke ist. Mhm. Und da ist auch der Urologe. Ja, ja, ne? Da sind wir doch schon mal. Genau. Ja, 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 genau. Da hinten oben haben wir Park. Genau. Ja, ja. Ins Gedächtnis. Du schaust immer noch den Impuls dann, oder? Ja. Und da bin ich, ach, weiß ich, wie ich dort schon durchgefahren bin hier. Ich glaube, hier wohnt dann auch der Michael, da wo, ja, vom Karate. Schon wo es da geht. Mhm. Ich muss noch mal schwer da wohnen, zum Beispiel der, wo das in Ofenburg das Mountainbike immer veranstaltet. Da. Mhm. Der schmeckt da noch, der muss hier bin ich dann quasi auch schon. Oh, schön, das ist nicht da. Mit Asbest und so. Ja, super. Hey, das würde ich gerade noch nehmen für umsonst. Zahle würde ich da nichts dafür. Aber das da hinten ist schön, rechts drüber. Ah ja, das da, das wohl die nee, Ort. Das da. Das da, das alte. Ja, das sieht schön aus. Ja. Komisch voller
ein schwarzes Auto und wieder ein rotes Auto, so auf der Kamera, ne? Arbeiterbauweise hier. Ja. Gleis Häuschen aufgestellt, unten die Küche ins Wohnzimmer und ein Klo. Ja. Und oben dann ein Schlafzimmer, ja. Und, ja. Und noch ein Bad und dann war das Haus gebaut. Ja. Ja. Irgendeine Ortschaft. Schau mal, das sind die Partnerortschaften in Frankreich oder so, oder? Ja. So rumfahren, weil ich als dein Ehemann verpflichtet bin, dich in die neue Umgebung hier so. Oh, ja. Ich glaube, 4 Kilometer bis du abhaken. Aber ich muss nicht einmal um den Sportplatz laufen. Hä? Was? Wieso? Da steht ein Sportplatz. Ja, Sportplatz ist. Sportplatz parken wir dann. Abgetrennt und nach vorne.
muss ich mal von der Lara Zeitung hierher fahren mit dem Fahrzeug, was wir gehabt haben, wo wir als Zeitung und Nachtfahrer haben. Ne? Ja. Mit der Spätzle von der, wo das Auto organisiert hat, hier hinten gewohnt, ne? Der oberste Chef. Ne? Was ist das für ein großes Gebäude da? Das war irgendwie auch mal eine Klinik. Die stand lang leer, da muss jetzt auch irgendwie so Mutter-Kind-Heim war, glaube ich, was drin. Und so eine Erholung. Und jetzt ist, glaube ich, auch irgendwas wieder drin. Staufenberg-Klinik, das ist doch wunderbar, glaube ich. Und Oma, die glaube ich, wieder dabei nach vorne stehe her. Also von meinem Vater sind die Mutter, ne? Was geht los? 3 Kilometer aus. Von ganz oben bis ans Schluss sind es glaube ich 13 Kilometer. Und jetzt, wie hast du dir das jetzt vorgestellt? Jo, die Karte dann überreiche. Ja. Und den Vorschlag, wenn wir noch zum Kaffee oder was eingeladen wäre, dann ja. Würde ich das Angebot dann annehmen. Tesla Kaffee, also den ewig sitzen. Ne? Ja, und dann wieder fahren. Genau, und dann fahren wir. Dann würde ich vorschlagen, vorbei. Kann ich auch mal kurz mit dem Dieter anrufen und schauen, ob jemand daheim ist, ne? Ja. Oder einfach vorbeifahren. Oder ich wäre, ne? Und die von der Anna, die schon, wenn die nicht da sein soll, die können wir dann morgen dann zur Not. Oder jemand mitgeben? Nein. Also dann, wenn es jemand gibt, dann ist es gepusht. Oder ich mach's selber, ne? Das wäre gerne mal Flitzer da. Gerne Flitzer. Kurios, wir müssen abgeschleppt. Ist das Heidi ganz begeistert vom Durbacher Schloss. Das ist ein Sportplatz. Das Schloss muss ja gut dahinter sein. Das sehe ich jetzt selber nicht. Das ist ein Sportplatz. Du musst dann irgendwie rechter Hand auf die Straße reingehen, wo man parken kann. Das ist der Fahrrad meine so eine Parke. Mit der Truppe, da ist da jetzt auf der linken Seite. Platz für? Nur für Besucher. Der Volksbahn, ne? Das ist ja nichts. Ne? Bleiben wir doch kurz hier stehen, oder? Ja.